wieder Niro, Niro. Niro, sind wir schon drauf? Ich glaube schon, lass uns mal testen. Ja, doch, ich glaube. Hallo, hört ihr uns? Ja, hallo. Nee, Spaß beiseite, hier sind wir wieder mit Nai und Niron. Nai und Niron. Nai und Niron. Nai und Niron. Doppel N. Ja. N und N. Fast wie mein Logo. Es gibt ein neues Franchise. Wir brauchen noch ein Xavier oder sowas, wenn jemand der X hat. Fast wie mein Logo, ist ja auch Doppel N und ein X noch unten, was die beide Ns quasi so stemmen. Ja. Also wenn ihr Xavier heißt. Also ihr seht. Wir haben noch eine Runde gezockt und wir waren euch gleich vor, also schlechter als hier geht's überhaupt nicht. Wir zeigen euch jetzt genau das Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Also ich habe so auf die Fresse gekriegt, unglaublich. Und hier nehmen wir die Klasse, ich habe gerade nicht aufgepasst. Also ich habe auf jeden Fall eine AK-12, ich glaube mit Vollmantel und einem Rotpunktenvisier. Und erstmal hier sehen können, naja, spielt auf Empfindlichkeitsstufe 14. Ja, normalerweise höher, aber zum Warmmachen. Ich dachte, du stehst auf 69. Ja, aber was mir mal aufgefallen ist, komischerweise schrauben die COD-Hersteller jedes Spiel irgendwie die Empfindlichkeit noch höher. Das fing ja an mit 10, mittlerweile kann man die Empfindlichkeit auf 20 stellen und ich verstehe das Prinzip überhaupt nicht. Wollen die damit irgendwie bewirken, dass man noch so eine genauere Unterteilung machen will oder was ist damit eigentlich jetzt das Ziel? Weil eigentlich kann man damit ja nur angeben und sagen, ey, ich spiele auf Empfindlichkeit 20. Ich bin voll Imba, ey. Ja, ich kann hier 720 Sniper Quickscope killen, deinen Kopf, Digga. Junge. Du hast gerade hier von Spielern weiche Landung bekommen. Das macht doch, wenn du irgendwie von einer hohen Stelle runterfällst, dass kein Schaden ist. Oder ja, genau. Ja, also ihr seht, ich hab Spieler, weil ich es irgendwie witzig finde, wenn man respawned wird und ein zufälliges Perk hat. Und hier ganz kurz die Stelle. Das müsst ihr einfach nochmal gucken. Der saß in der Ecke und hat gecampt und auf einmal kommt eine Granate geflogen und auf einmal der Spieler wahrscheinlich, huch, ja, da kommt eine Granate. Vor allen Dingen, ich war einfach noch leicht verwirrt, weil ich hab die Granate ja mehr so in den Mittelraum geschmissen und dachte dann, ich hätte da einen geflasht. Dann sehe ich den Typen da sitzen und denk mir, hä, hat der jetzt nicht die Granate gesehen? Und schieß den ab und bleib erstmal stehen und denk, fuck, wo ist der andere? Aber eigentlich war der Vollpfosten der Einzige, der da gesessen hat. Ja, okay. Aber ich habe mich in der Runde so aufgeregt. Ständig kam irgendwie von hinten welche oder haben mich aus dem Fenster gesniped. Okay, ich muss zugeben, ich habe grottenschlecht gespielt, aber das war echt unter aller Sau. Hiermit seht ihr auch, guck mal, Troxid war der gerade. Ich habe gerade irgendwie an Elofix gedacht, aber irgendwie. Ja, und ich bin verwirrt, ja. Was ich eigentlich sagen wollte war, du weißt es nicht mehr. Ja. Also wir spielen hier ohne Skript. Ja, wir machen hier alles ohne Skript, weil ich finde, mit Skript klingt das alles immer so künstlich und so auswendig gelernt. Und das ist auch nicht so authentisch irgendwie. Was ihr nicht wisst, das hat der Niron sich hier eben aufgeschrieben und wollte genau das um genau diese Zeit sagen. Ja, hier hat den Zettel. Das ist ein Taschentuch, aber okay, kann man auch drauf schreiben. Wenn ich da nicht eben meine Chicken Wing Finger drin abgeputzt hätte. Nee, auf jeden Fall kann man auch gut verbrennen. Ja gut, Papier eigentlich auch, aber... Ja, hier also, könnt ihr sehen, eingeholt und gleich von der nächsten Seite wieder weggerotzt. Ey, es ist einfach typisch COD. Wenn man mal was reißt, macht's ja Laune, aber nach 10 Games einfach die volle Breitseite in die Fresse kriegen, vergeht einem dann auch wieder der Spaß. Das war auf jeden Fall heute die letzte Runde, die ich gezockt habe, also ganz sicher. Hier mal schön auf der Treppe gesessen, einen weggeholt, naja. Das war ja voll ninjahaft. Ja, richtig ninjahaft. Hier habe ich natürlich auch wieder mit einer göttlichen Präzision direkt seinen Kopf da war ich leicht überfordert. Weil er gesprungen ist. Seit, ja. Sind wir ehrlich, weil er gesprungen ist, bist du was verwirrt gewesen. Oh, guck mal, wie gut ich springen kann. Hopp. Du triffst mich nicht. Ich bin ein Pferd. War auch ziemlich behaart, muss man sagen. Jetzt hier. Der Typ wahrscheinlich auch gedacht, ich laufe einfach mal hier zwischendurch, wird schon keiner merken, dass da irgendjemand, dass ich hier drüber laufe. Der auch. So voll ninja-mäßig. Okay, ich habe die Lage unter Kontrolle. Ja. So richtig ninja-mäßig anpirschen und dann auf einmal von der Seite. Ja, aber hast du gesehen, ich habe mich richtig intuitiv umgedreht. Ich habe einfach gespürt, dass er da hinter mir rumzieht. Das hast du auch gespürt? Ja, das habe ich gespürt. Dreifach durchlöchert. Und das war auch einfach nicht um mich.
schießt, bim, ja. Ballert er dich einfach unter den, ja, Lockdown. Das muss man sagen, das hat er gut gemacht. Meiner dann nicht, das ist ein Noob. Alle außer mir sind Noobs, weil ich der Beste bin. Schau mich an, mit welcher... Ey, Leute, du bist ja voll arrogant, Mann. Lass mal 1 versus 1 machen. Ja, komm, Sniper Quickscope. Ich setz mich in die Ecke und ziel durchgehend. Wie Apex Rowan. Wenn, ja, du vorbeikommst, schieße ich dir in dein Gesicht, Digga. Wie Throne. Throne, ja, ja, genau. Checkt alle mal den Kanal von Throne. Er hat leider keine Videos mehr. Hm, schade. Wir müssen sagen, Throne ist eigentlich ein guter Kumpel von uns, gell? Ja, und besonders sehr geschult, wenn es darum geht, effektive TNT-Kanonen zu bauen. In Minecraft coole TNT-Kanonen zu bauen. Also, wenn ihr mal irgendwelche Fragen zu TNT habt. Throne, private Nachricht. Den laden wir vielleicht auch bald ein zum Commentary. Also wenn Throne, wenn du uns hörst, ich hoffe, du verzeihst uns für diesen, ja, Flaming-Angriff. Ja. Du darfst demnächst mal mitspielen, als Entschädigung. Wir lassen dich auch mal in unsere Zockerhöhle. Ja, du darfst mal mitspielen. Hier, der Rickstar geht richtig ab, 5er Abschussserie, deswegen kommt ja auch als der Köter um die Ecke. Ah. Ich komme da gerade mit drauf, glaube ich. Hallo, wir sind doch solidarisch, wir lassen doch jeden mal mitspielen, oder? Rowan, das sind Freunde am Telefon. Die wollen mit dir spielen. Soll ich euch Kekse backen und warme Milch ans Bett bringen? Nee, du, lass mal, ich nehme gerade auf. Also, der Niron hat jetzt hier einen leichten Lachflash, ich übernehme mal das Kommando. Es geht, ich bin ja da, Freunde. Ah. Nee, also wirklich, Throne ist ein wirklich guter Kumpel von uns. Und der versteht den Spaß auch. Ja. Bestimmt. Ja. Der alte Hase in das Kopf. Das ist gut, ey. Nee, Telefon. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Also wie ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall richtig Spaß bei dem, was wir machen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Ja, hier habe ich irgendwie eine leichte Farbenschwäche unter Beweis gestellt. Das ist einfach Blumen, habe ich das Gefühl. Nee, was du nicht gesehen hast, ich habe hinter den Menschen hinter den Blumen geschossen. Leider war der aus meinem Team. Insofern. Ich kann nicht schwimmen. Da hat mich jemand direkt von meinem Leiden erlöst, hat gesehen, ich strampel mich da ab und habe meine Schwimmflügel vergessen. Also hat er mich einfach von meinem Leid erlöst. Ja, hier bin ich auch sehr professionell direkt einfach über die Map. Ich weiß, was du vorhast. Du hast ja keinen Schalldämpfer drauf. Keinen Schalli und du ballerst einfach und schiebst dann deine Aufmerksamkeit, ja, quasi. Siehst du, hier habe ich den Führenden abgeschossen. Also sag hier mal jemand nicht, ich könnte nicht. Ich habe den Führenden abgeknallt. Ich schleiche mich an, ja. Wie ihr seht, ich kenne die Maps. Ich kenne die Maps auswendig. Ich wusste genau, dass da eine Barrikade ist. Ja, hier schön die USBV hingeschmissen und dann gleich wieder weggeholt worden. Das ist der Aussteig, ja. Okay. Das war einfach. Ja. Ja, das war einfach dumm. Auf wen sollst du in so einer Situation schießen? Ja klar, man, der eine, den hast du als erst genannt, natürlich zieht zuerst auf den. Ja, es ist eigentlich psychologisch, dass man immer auf den. Denjenigen schießt, der direkt vor einem steht. Jetzt hat aber diese scheiß Zielerfassung direkt auf den dahinter gezielt. Das heißt, ich war sehr verwirrt. Und da sitzt so ein Schwan. Ein Schwan, weil das sagen. Ein Schwan, so ein eleganter Schwan sitzt da einfach im Wasser, thront in der Ecke und verpatzt dir schön einen Schuss ins Gesicht. Da sagt mal einer, was er will, aber sowas nenne ich Camper. Ja, solange du keinen TNT-Bomben. Ja, ihr seht's, noch knapp 2 Minuten. Wir sind fast erlöhnt. Der Niron kann vor Lachen auch schon fast nicht mehr. Ey, warum sind wir auf das Thema gekommen mit der TNT-Bomben? Weil Throne so ein geiler Typ ist. Deshalb. Hier, 69. Wenn das nicht mal eine schöne Zahl ist. Ich will gar nicht gewinnen. Stimmt, das ist mir gerade aufgefallen. Ich will gar nicht gewinnen, wenn mein Team 69 Punkte hat. Das war die ganze Zeit mein Ziel. Deswegen habe ich so schlecht gespielt. Und ja, wie ihr seht, der Rickstar hat ordentlich abgestaubt. Arschloch. Naja. Ich bin immer nicht Letzter. Wir müssen uns jetzt auch verabschieden, weil das Video ist vorbei und lasst den Trainingsschein, Neron ist out. Yes, ich hoffe, ihr habt den Spaß gehabt, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nai und Neron. Double N. Jo. Ciao, Freunde.